Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge V-Rabbit und heute wird mal so richtig geballert und zwar mit dem Parrot Mambo. Viel Spaß beim Zuschauen. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, will ich euch natürlich zunächst einmal erzählen, wie viel der Parrot Mambo denn kostet. 119 Euro ist der reguläre Preis, aber man kann ihn derzeit für 98 Euro kaufen. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Wie lange das Ganze reduziert ist, weiß ich nicht. Und jetzt legen wir los mit dem Inhalt der Verpackung, welcher schon hier unten auf meinem Unboxing-Tisch parat liegt. Und wir fangen natürlich mit dem langweiligsten zuerst an. Ich habe die Bedienungsanleitung noch nicht ausgepackt, denn die Parrot-Modelle, vor allem die Mini-Drones, sind sich alle sehr, sehr ähnlich. Und wie ihr wisst, ich habe auf meinem Kanal, glaube ich, schon fast alles, was Parrot so herstellt, gezeigt. Und deswegen, ja, musste ich da nicht nachlesen. Aber wie man gut erkennen kann, das Ganze in Englisch und sogar auch auf Deutsch und ein paar weiteren Sprachen. Also wer es braucht, der wird hier fündig. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Denn der Copter bietet auf jeden Fall sehr lustige Funktionen. Ihr habt die Möglichkeit, auf den Copter selbst diverse kleine Gadgets anzuschnallen. In diesem Fall sind es drei und eins davon ist richtig cool. Ich werde das Ganze auch gleich natürlich hier vorführen mit Flug und so weiter. Aber zunächst gehen wir weiter durch, was hier beiliegt. Das ist der Akku, der in den Copter geschoben wird. Das Ganze ist ein Standard Parrot Akku mit 550 mAh und 3,7 Volt Leistung. Also den könnt ihr in den Jumping Sumos und sonst in dem Parrot Swing verwenden. Also die sind alle gleich. Falls ihr weitere Parrot Produkte habt, könnt ihr die Akkus hier auch verwenden. Ihr kommt auf eine Flugzeit von circa 9 Minuten ohne die angeschnallten Gadgets und mit drauf montierten Kanonen zum Beispiel auf 8 Minuten. Laden wir das Ganze zum Beispiel mit einem Smartphone-Ladegerät in, ja, 30 Minuten und wenn ihr keins habt, dann müsst ihr dieses Micro-USB-Kabel, welches hierbei liegt, benutzen und dann dauert das Ganze ja fast eine ganze Stunde. Also da würde ich zweimal überlegen, ob ich nicht noch ein, zwei weitere Akkus zulege, um mehr Flugspaß zu haben. Hier das besagte Micro-USB-Kabel, damit könnt ihr den Copter nicht nur aufladen, sondern auch Fotos übertragen, denn auf der Unterseite ist eine Mini-Kamera, die ich gleich noch zeigen werde. Diese macht Fotos in VGA-Auflösung, also ganz, ganz schlecht wie die alten Webcams früher in 640 Pixel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also viel dürft ihr nicht erwarten und das Ganze funktioniert auch nur nach unten hin, also eine Art Draufsicht, nicht nach vorne. Hier auf der rechten Seite seht ihr jetzt die ganzen Gadgets, von denen ich gesprochen habe und wir fangen mit dem langweiligsten an und das ist dieses Stück Plastik hier. Sieht auf der Unterseite aus wie ein, ja, Lego-Stein und wenn wir das wieder zurückdrehen, hier können wir jetzt eine Visitenkarte zum Beispiel reinstecken und die im Office oder so zum Kollegen an den Nachbartisch rüberfliegen. Eine lustige Idee an sich, aber okay, die anderen Features sind meiner Meinung nach deutlich cooler. Das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit, wenn man irgendwelche Actionfiguren hatte und die hatten irgendwelche Waffen oder sonstiges. So ist das Ganze auch verarbeitet, das ist ja ein günstiges Plastik. Nichtsdestotrotz ist hier ein kleiner Motor verbaut und man sieht auch hier ein kleines Kabel, welches zu diesem Stück führt. Das Stück kommt dann auf den Copter drauf und hier kann man schon Kontakte sehen. Diese Kontakte findet ihr natürlich auf der Oberseite des Copters auch wieder, die zeige ich gleich nochmal. Und dann kann man über die App sagen, ja, ich will jetzt diese Zange auf- und zumachen. Wir haben hier nochmal so einen kleinen Schaumstoff, damit es ein bisschen mehr Grip hat. Ihr könnt es hoffentlich erkennen, denn wenn ich zu nah an die Kamera gehe, dann macht der Fokus nicht mehr mit. Aber okay. Das ist gepolstert. Nur damit ihr das wisst. Ich denke mal, wenn man dann in der App auf den Button klickt, dann wird ein Stromkreislauf geschlossen und dann geht das Ding auf und dann auch wieder zu. Also stelle ich mir lustig vor, aber wir sehen das Ganze gleich natürlich noch in Aktion. Und wir kommen jetzt zum letzten Gadget, welches hierbei liegt. Das ist unsere Kanone und die sieht doch mal mega cool aus. Hier oben kommen Kügelchen rein, es liegen 50 weitere Kugeln dabei. Erinnert ein wenig an so Softair-Kugeln, vielleicht einen Tick größer. Ich weiß es. Hoppala. Ja, man verliert diese auch schnell, aber wie gesagt, 50 Stück liegen bei und bis man die verloren hat, ja, das dauert eine Weile. Es kommt natürlich darauf an, wie viele mit rumballert, aber das Gute an den Parrot-Produkten, ihr kriegt fast zu allem Ersatzteile. Von dem Gehäuse des Copters bis hin zu den Akkus, Kugeln und so weiter ist Parrot da doch ganz schön gut aufgestellt, was Ersatzteile angeht. Auf der Unterseite haben wir wieder diese goldenen Connection-Pins, ja, die dann auf den Copter draufkommen und auch da wieder in der App einen Button, um mit der Kanone zu feuern. Hier muss ich leider
leider sagen, dass diese ein wenig schwach ist. Also ich habe mir ein bisschen mehr Wumms gewünscht. Klar, das Ganze ist für Kinder konzipiert und da soll jetzt kein Auge rausgeschossen werden, aber ein bisschen mehr Reichweite hätte ich mir gewünscht. Ich werde dann auch gleich hier mit dem Parrot Mambo aufsteigen, montiert die Kanone hier oben drauf und schieße in Richtung Kamera und dann könnt ihr ja ungefähr sehen, welche Kraft dahinter steckt. Ich hoffe, die Kamera kann das auffangen, denn die Kugeln sind nicht so groß. Und jetzt kommen wir zum Copter selbst, den Parrot Mambo, der unsere Gadgets ja auch tragen soll. Hier auf der Vorderseite haben wir zwei Lämpchen, das sieht ganz cool aus. Die leuchten dann entweder grün oder rot, je nach Akkustatus. Und wenn wir diesen jetzt mal einlegen auf der Rückseite, das Ganze, den müssen wir jetzt so rum hier reinschieben, dann haben wir hier so ein kleines Dreieck und das rastet jetzt ein, zack, und der Akku ist fest und hier dann die Lämpchen in Aktion. Ich nehme das Ganze nochmal raus, um den Akku für meine Flugeinlage gleich zu nutzen oder zu schonen, wohl eher. Okay, so sieht das Ganze aus. Was mir leider fehlt, sind Ersatzpropeller. Also die habe ich jetzt nicht in der Verpackung gefunden. In der Regel waren sonst immer welche dabei. Kann man natürlich nachkaufen, das Ganze. Aber schade, wieso jetzt auf einmal nicht mehr? Vielleicht, weil die Schoner hier montiert sind. Ich weiß es nicht. Ansonsten, wenn wir jetzt den Copter durchgehen, finden wir auf der Oberseite diese Lego-Noppen, nenne ich sie jetzt mal, um die Gadgets zu montieren. Und auch hier die besagten Pins, wo dann ja die Gadgets über Strom zum Laufen gebracht werden. Ansonsten finden wir hier noch ein Logo wieder. Was auch ganz interessant ist, ist natürlich auf der Unterseite unser kleiner Sensor. Mit diesem Sensor hält sich der Copter sehr, sehr stabil auf einer Stelle. Der Copter ist für Innen und Außen geeignet, laut Datenblatt. Draußen haben natürlich so kleine Copter immer ein paar Probleme, um gegen den Wind anzukommen, aber das funktioniert. Und wenn wir schon beim Fliegen sind, kommen wir mal zur Steuerung. Hier liegt kein weiterer Controller bei. Ihr müsst über euer Smartphone steuern. Über Bluetooth wird das Ganze verbunden und hat eine Reichweite von 20 Metern. Aber Parrot hat ja in der letzten Zeit auch einen Controller rausgebracht, Flypad nennt sich das Ganze, den zeige ich jetzt mal. Dieser ist optional erhältlich, sieht so aus. Damit könnt ihr dann die Reichweite auf 60 Meter erhöhen und ich hatte ja schon beim Swing-Video den Controller ein bisschen genauer gezeigt und auch erzählt, dass er sich sehr gut anfühlt und für einen Preis von 40 Euro macht er seine Arbeit richtig gut. Also da könnt ihr nochmal überlegen, ob ihr euch das Ganze dann optional noch holt. Ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Um es mal vorzuführen, zeige ich euch, ja, wie die Kanone zum Beispiel hier drauf montiert wird. Also ganz einfach. Zack, draufgesetzt und sieht schon irgendwie richtig cool aus, oder? So mit dem Kanönchen oben drauf. Bevor es gleich ans Eingemachte geht und wir fliegen werden, will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie denn die App so ausschaut. Und hier ist das Ganze jetzt schon über Bluetooth verbunden. Die FreeFlight App ist gestartet und da kann man direkt auch schon sehen, aha, okay, der Mambo wurde erkannt. Es wird uns angezeigt, dass mittlerweile auch ein Update zur Verfügung steht. Wir haben 0 Fotos gemacht und haben noch eine Akkuladung von 98%. Dann gehen wir jetzt auf den Start-Button und können jetzt schon unsere Steuerung sehen. Was man hier erkennen kann, in der Mitte ist so ein grüner Button. Wenn wir diesen drücken, dann ja, slidet der nach oben und wir sehen eine kleine Kugel. Wenn wir jetzt auf diese Kugel drücken würden, dann würde unser kleiner Mambo loslegen und losschießen. Das können wir ja mal einmal demonstrieren, bevor ich hier jetzt alle Kugeln verliere. Deswegen gehe ich mal ganz kurz auf die Höhe des Copters, damit es mit dem Fokus auch funktioniert und dem Licht. So, einmal drauf gedrückt und da könnt ihr jetzt gleich diese kleine Verzögerung mal sehen, die ja entsteht. Ich drücke jetzt drauf. Puh, weg war es. Aber die Feder muss erst gespannt werden und dann geht's los. Natürlich werdet ihr auch gleich nochmal im Flug sehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr hier auf Takeoff drücken würden, würde der Copter aufsteigen. Und wir haben hier natürlich diese klassischen Steuerungen. Ich bin nicht so der Fan von der Smartphone-Steuerung mit dem Touch. Vor allem, wenn die Hände dann leicht schwitzig sind, dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen habe ich mir diesen Flypad besorgt. Aber okay, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir können den Copter auch von der Handfläche aus starten lassen. Hier können wir Fotos machen. Diese werde ich hier nicht zeigen, denn die sind wirklich grottig. Und wenn wir hier drauf klicken, können wir den Copter auch flippen lassen, zum Beispiel nach vorne hin, zur Seite und so weiter. Das werde ich gleich auch nochmal ausprobieren, wenn der Copter hier vor mir am Schweben ist. Und ich würde mal sagen, wir lassen die App jetzt hier und fliegen ein wenig. Ich hoffe, ihr könnt mich gleich noch hören, denn es wird jetzt ein wenig laut, denn der Copter wird losstarten. Wir drücken hier auf Takeoff. Da geht es schon direkt los. Ich mache gerade gar nichts. Mal ganz kurz runterholen ein wenig. Seht das, er reagiert wirklich gut. So, ein bisschen weiter vorfliegen. Noch ein bisschen.
So sieht das Ganze jetzt aus. Wahrscheinlich ist der Kopter unscharf, weil ich einen manuellen Fokus drin habe. Ist aber nicht schlimm. Ihr könnt jetzt sehen, wie butterweich das Ganze funktioniert, wenn ich hier ein wenig zurückgehe mit der Hand. Er hört sofort und bleibt auch stehen, weil er ja auch unten diese Sensoren hat und weiß, dass da irgendwas ist. Und wenn er sich bewegt hat, dann registriert er das und rudert wieder ein wenig zurück. Ich würde mal sagen, wir laden einmal die Kanone durch und schießen mal in Richtung Kamera. Komm mal ein bisschen zurück. Bisschen höher, bisschen zurück. Also er macht gut Wind, hier fliegt alles vom Tisch gerade. Bisschen nach links drehen. Okay, und ich lade jetzt und... Boom. Voll in die Kamera geshootet. Nochmal. Oh, vorbeigeschossen. Aber ein bisschen mittiger. Und noch ein Schuss. Haben wir noch Kugeln drin? Die letzte. Und. Boom. Meine ja, dass hier nicht genug Platz ist, um ein Salto zu zeigen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ich mache mal ein von rechts nach links Flip. Dazu bewege ich ihn jetzt ein bisschen hier rüber. Klicke hier drauf und jetzt müsste ich auf das L ein Double Tap machen. Nein, ich wähle es aus, sorry, und mache einen Double Tap jetzt auf den Screen. Dazu nochmal ein bisschen zurück und mal schauen, wahrscheinlich fliegt er gleich hier irgendwo gegen. Okay, Double Tap. Er macht's nicht. Doch jetzt. Wuhu. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Komm zurück. Komm zurück. Wow. Ich versuch's nochmal von hier. Bisschen tiefer. Tiefer, habe ich gesagt. So. Sorry, das sind die schlimmsten Tonaufnahmen, die man so bekommen könnte. Aber das muss jetzt sein. Guckt mal, wie der hier in der Detailcam schwebt. Das sieht geil aus. Jetzt nochmal zurück. Und Double Tap. Also die Flips funktionieren richtig gut. Jetzt ist er einfach mal ausgerastet. Okay, aber ihr habt es gesehen, sobald er irgendwo gegenfliegt, ist es eine Sicherung drin, er schaltet sich sofort ab, also die Propeller stehen still. Der Greifarm ist montiert und das Ganze sieht auch richtig cool aus hier nochmal in der Detailcam. Sobald das Teil montiert ist, dann öffnet sich das Ganze, kann man hier ganz gut erkennen. Und dann färbt sich auch die App in so ein Türkis um. Ihr seht das, hier ist jetzt so eine Zange drauf. Und wenn wir jetzt da drauf drücken, nochmal für die Detailcam, zack, schließt das Ganze, nochmal drauf gedrückt. Und das geht auf und das funktioniert wirklich sehr gut. Eine sehr coole Idee. Jetzt können wir ja die Karte auch mal fallen lassen. Dazu drehen wir mal ganz kurz. Einmal weiter vor, noch rechts, noch hinten. Ich möchte einen Controller in der Hand halten. So. Und einfach auf. Bup, Garde ist weg, Magic. So viel zur Parrot Mambo. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Teil fliegen kann, wie die Steuerung aussieht, wie die Gadgets funktionieren. Und jetzt kommen wir zu meiner Bewertung. Ihr wisst das, ein Punkt ist schlecht, 5 ist das beste Ergebnis, was man holen kann. Ich vergebe hier 4 Punkte. Warum einen Punkt Abzug? Der Preis ist noch ein Tick zu weit oben, auch die Akkulaufzeit zu weit unten. Also wenn da so 14 Minuten drin wären und kürzere Ladezeiten, ist heutzutage schon mittlerweile alles möglich. Also Parrot, macht mal hin. Ihr produziert die ganze Zeit die gleichen Akkus. Ich wünsche mir ein wenig mehr Power, bitte. Wie gut die Gadgets funktionieren werden auf Dauer, ob hier diese kleinen Kabel schnell kaputt gehen, weil das doch schon sehr empfindliche Stellen sind, das wird natürlich der Langzeittest zeigen. Aber jetzt auf den ersten Blick macht alles einen runden und reifen Eindruck, bis auf das etwas zu schwache Kanönchen ist alles wirklich sehr gut und deswegen auch 4 Punkte, denn von Parrot ist man eine gute Verarbeitungsqualität gewohnt. Also Leute, so viel zu diesem Video. Wenn ihr das erste Mal hier dabei seid und noch nicht abonniert habt, dann macht es doch mal bitte, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Reveal Rabbit Video. Bis dann. Ciao.